Hi und willkommen. Mein Name ist Dani Rolfe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir, oh, guck ich doch mal an. In der letzten Folge haben wir Claw City erreicht, als wir durch die Naturzone durchgerannt sind. Und ich würde sagen, wir erkunden mal die Stadt und gucken mal, was hier so los ist, was wir hier so finden, wie wir fertig machen können und all sowas. Ja, Kiho. Man nennt mich Mr. Fokus, weil ich stets auf den Sieg fokussiert bin und unglaublich stark bin. Na, bringst du die nötige Entschlossenheit mit, um mich im Kampf herauszufordern? Nee. Kiha, dann schalt wieder vorbei, wenn du aufs Kämpfen fokussiert bist. Okay, ich wollte sagen, wir brauchen mal ein paar Kämpfe so zwischendurch, ne? So für einen kleinen Hunger. Wir müssen noch ein bisschen stärker werden, ne? Kiha! Kiha, du bist wohl auch richtig fokussiert. Dann wirst du die Stärke von Mr. Fokus jetzt mal bei einem Live zu spüren bekommen. Schwarzgurt Sven. Weiß doch gar nicht so. Weißt du, wenn. Ja, was? okay, ja. Ah, okay, du hast einen Fokusgurt an. Au, was? Alter. Was war denn? Notsituation, was macht dieser Angriff noch mal? Dieser Elende. In Sachen Fokus hast du diesen Kampf gewonnen. Kiha! Das hast du nicht erwartet, wie? Tja, es gibt halt ebenso viele unterschiedliche Arten zu kämpfen, wie es Trainer gibt. Gut, dass du so fokussiert bei der Sache warst, möchte ich dir diesen Fokusgurt schenken. Aber jetzt kann keins meiner Pokémon gewonshottet werden. Kiha, man muss sich auf den Zusammenspiel von Pokémon, Items und Attacken fokussieren. Immer schön dran denken, okay. So, wegen dir kann ich jetzt nochmal zurück zum Pokémon Center rennen, um meinen Little Tox zu heilen. Ich hoffe, du bist zufrieden, ey. Ach. Außer der hat den hochgeheilt, aber soll's. Will schon mal hier. Ich will irgendwann mal mein Team ein bisschen umgestalten, habe ich so ein Gefühl. Also nicht irgendwie bringt das Team nicht so alles voller Haufen Waschlappen irgendwie. Ich habe mir all die Wandmalerei bei den antiken Städten vom Passberg angesehen. Dies gilt ja allgemein als hohe Kunst, aber irgendwie habe ich so gar nichts damit anfangen können. Könnt ihr noch her? Am Ende zählt doch eh nur, was einem persönlich gefällt. Was sind meine 5 Lieblings-Pokémon? Ich habe meine dabei. Ich trage heute noch dieselbe Kleidung, die ich in meiner Zeit als Student bekommen habe. Sie wurde aus Pokémon Garn angefertigt und ist deshalb nahezu unkaputtbar. Wurde von den antiken Bäumen des Planeten Melkor geschmiedet, wo die Bäume 50 Meter hoch sind und Feuer spucken. Wenn man eine Sonnenbrille aufsetzt, ändert sich sofort ein, den man auf andere macht. Ich muss gut überlegen, welche ich nehme. Aber ich könnte mir grüne Haare machen und eine Sonnenbrille gehen und sich aus meinem Monster Hunter Charakter. Mir steht einfach alles, deswegen lasse ich meinen Killer entscheiden, was ich anziehen soll. Okay, zeig mal. Ja, oh. Ja, auch nicht schlecht aus. Die Farben andersrum werden wir sogar noch besser. So, warum sehe ich nicht, wie die Hose aussieht? Also, ah, okay. Ja, mal schauen. Moment, noch nicht so Tasche. Also ein Oschi. Na, ich könnte ja die mal nehmen, ne? Aber die Tasche. Nein. Eine ganz klassische Sonnenbrille haben sie nicht, ist klar. Ja, egal. Mach mal weiter so rum. Fällt mir der Look. Moment. Noch.
sind noch nicht viele Arena Challenges bis zu Roy schaffen. Schade eigentlich, für den gerne öfter kämpfen sehen. Okay, dann ist er nicht der letzte Arena Leiter oder so, ne? Der letzte ist wahrscheinlich hier die Person, die nicht aufgetaucht ist, ne? Hey, gibt es über 200 verschiedene Pokémon Fähigkeiten. Wenn sie gut einbringt, erwarten nicht im Kampf weniger böse Überraschungen. Wir Damen in Gala gießen gerne ein üppiges Mal, wenn wir uns ein spannendes Match ansehen. Oh, ist da wieder so ein Kampf. Erst sorgen, wenn ich die Arena da kämpfen sehe, bekomme ich auch das Pokémon Trainer zu werden. Ich mag XXXXL Größe haben, bitte. Nein. Meine Schwester ist ein furchtbarer Fehlfass. Seit neuestem meint sie, sich mit Relaxo messen zu müssen. Beim Wollen genau Anschluss wirkt es so lustig und her. Boing, haha, ich liebe das. Ah. Wir kommen im Kampfcafé. Ja. Kannst du uns einmal pro Tag kämpfen? Gewinnst du, gibt es zur Belohnung etwas Süßes auf Kosten des Haus. Na, willst du mal probieren? Nichts mal los. Genehmigen wir uns ein kleines Päuschen voller Action. Barista, Alistair. Oh, Doppelkampf. Warum sagst du mir jetzt erst? Was sind da für Dinger? Der Ding auf der linken Seite sieht irgendwie neu aus. Ey. Warum? Hey, sehen, wie stark die sind. Hallo? Was ist das für eine Verarschung? Was soll das? Warum kommen die mit so starken Oschis auf einmal an? Ja. Hallo? Was soll ich hier gegen machen? Das Spiel jetzt voll casual. Boah. Was ist das? Wer rechnet denn mit so was? Hallo? Das ist sogar der Fall. Also machen wir mal. Aber er wird nicht so lange überleben, habe ich so Gefühl. Ja. Zauberschein. Na, nee. Ja, gegen beide. Hey. Ja, ist gut. Hey, warum sind die auf einmal so stark? Ey? Ich dachte, ich spiele Pokémon, nicht Dingens. Fallen Order. Ja, ich so, okay, muss das machen. Weil ich das hier überhaupt überlebe. So, das sah stark aus. Oh Gott. Ah, da war es mit meinem Starter. Blöde Verarschung, ey. Habt ihr alle nur Dingsangriffe? Spezialangriffe? Nee, ne. Ey. Was war denn? Da war das stärkste Pokémon, was der letzte Arena-Alter hatte? Level 25? Ja, ich glaube irgendwie nicht, dass ich das. Ach, cool. Du bist sogar schneller, aber bist wahrscheinlich nicht. Doch. Ja, komm, cool, du schaffst das. Ja, du hältst halt aus. Natürlich halt cool aus. Er ist irgendwie das stärkste Pokémon, und ich habe aus irgendeinem Grund. Oh. All die schönen Erfahrungspunkte, die gehen jetzt nur auf die beiden. Bei Verschwendung. Ich werde ja auch alle Erfahrungspunkte kriegt, also hier. Muss auch nie im Leben irgendjemanden hier kaputt hauen. Alleine. Ich habe Lichtschild an. Also er setzt Knuddel ein. Gegen. No, ich muss das dir sagen. Super. Los, Lauch. Der überlebt doch nie im Leben, ja. Na komm, mach Schaden, Mann. Nein. Na. Oh. Das kriegst du zurück.
mitten Lauf zerschnitten. Ja, super, jetzt war ich hier im letzten Moment. Halt, warte. Hier ist noch ein. Ah, warum auf ihn? Ich kann jetzt eigentlich nur mit Beleber hier um mich werfen. Krit. Ah. Hey. Ja, ist weg, ja. Okay. Schaffst du das, den zu erledigen? Ich glaube nicht. Aber bitte sag mir, du bist normal. Ich weiß es nicht. Ja, komm. So. Ich überlebe. Also nicht du, ich. Und da war's. Oder auch nicht. Was hat den kaputt? Danke. Mein Gott. Ich fand das jetzt gerade nicht lustig, ey. Ah, hey, das war überrascht vom Willen, aber zu euch erfrischenden Geschmack des Kampfes, ey. Oh, halt das Maul. Der Kampf war so quirlig wie ein Glas Limonade. Hier kommt das süße Grün, das ich dir versprochen hatte. Ja, und all das für das hier, ey. Boah, ich komme nie wieder, ey. Das ist voll verkackt bei mir, ja. Ein blödes Restaurant, ey. Oder Kaffee oder was weiß ich. Ist halt auf einmal für ein Level schon. Warum geben die mir solche starke Gegner? Warum hat denn das Spiel auf einmal so einen riesigen Sprung gemacht? In der Arena leitet war Level 25. Jetzt gehe ich in so ein Café. Oh, Level 37. Erwarten irgendwie, dass ich jetzt 20 Level höher bin als meine Gegner oder was? Hey, bin ich, also wir haben schon geredet. Ja, ich habe jetzt irgendwie Angst vor allem, was jetzt hier noch kommen könnte. Oh, dich will ich haben. Falls mein Pokémon gerade eine neue Frisur, naja, zumindest versuche ich es. So, ich will keine neue Frisur. Ich will nicht das wiederholen, was schon mal passiert ist hier. Wenn wir eine komische Frisur hatten. Weißt du, dass was? Was weißt du, was FM mit ihren Schallwellen machen? Obst suchen. Sie lieben Obst. Angeblich liegt das Stadion von Klaus genau in der Mitte der Galar-Region. Angeblich kannst du nicht auf der Karte gucken und das irgendwie bestätigen. Wusstest du, dass Mautzi in Kanto und Alola ganz anders aussehen als hier in Galar? Sowas nennt man Regionalform. Warum gibt es so viele von denen? Es gibt so viele Leute, die ein Replikat von Delons Outfit kaufen. Wegen diesen riesigen schweren Mantel kann es letztendlich niemand tragen. Ja, der hat alle, weil alle Marken darauf vertreten sind, ne? Ich war im Pokémon Center verabredet, aber mein Date kommt und kommt nicht. Hm, vielleicht sollte ich mal bei den anderen Pokémon Center vorbeischauen. Du Idiot. Bei der Arena scheint, sollte man ja die Stadien in einer gewissen Reihenfolge abklappern. Erst Passback, dann Fairbally, Chichester, Spikeford und zum Schluss Claw City, soweit ich weiß. Nein. Das könnte es doch vielleicht bringen. Feuerwirbel. Nehmen wir das mal. Kugelsaat. Lacke. Andere brauche ich eigentlich nicht wirklich. Moment. Da, wie ich mein Team kenne, können die sowieso nichts lernen. Kugelsaat, ja, das ist jetzt nicht so die. Wir haben ja echt ein schlechtes Team ausgesucht, ey. Müssen wir mal machen gegen Schuhe, check, Unmengen Schokolade, check. Upsala. Ich bin bereit, die Wanderung kann losgehen. Der Arena muss vom Passback sein, wohl ganz schön schwindig werden. So, kann ich hier kurz die Stadt verlassen und irgendwie gucken, ob ich neue Pokémon fangen kann. Wir vielleicht etwas modifizieren hier. Los, Gastron, platsch, platsch, paff. Was?
Muskelband. Verstärkt physische Tacken etwas. Red so was gegen Gastron. Was die Typen angeht, ist mein Gegner im Vorteil, aber ich habe die Weisheit des Alters. Toxe sind cool, oder? Ich himmel sie richtig an. Wenn du eins dabei hast, wirst du jetzt vielleicht gegen meinen Togepik tauschen. Ne. Nämlich. Das ist die Schatzkarte von Klaus City. Ohne Erlaubnis kann ich nicht einfach durchlassen. Psst, du kennst doch das neueste Gerücht. Nein. Was nicht? Wenn du deinen Schwarm einen Knapfel schenkst, während du ihm oder deine Gefühle gestehst, dann werdet ihr auf ewig zusammenbleiben. Das erzähle ich zumindest die Leute. Naja, es gibt ja dieses eine Mädchen, das ich ganz nett finde, aber sie zieht demnächst um, und zwar ins Ausland. Ich dachte, ich rede noch mal mit ihr, bevor ich sie geht und gestehe meine Gefühle. Deshalb suche ich auch schon die ganze Zeit einen Knapfel, finde aber keins. Falls du zufällig einen Knapfel hast, würdest du es mir dann vielleicht geben? Ja, meinetwegen. Ist ja nett von dir, dass du mir helfen, aber du scheinst doch gar keinen Knapfel zu haben. Ich habe ja nur gesagt, dass ich dir helfen will. Ich habe nicht gesagt, dass ich eins habe, und da ist schon wieder so ein Trottel von Team Yell. Nur bestimmte Pokémon können Kombi-Attacken erlernen. Möchtest du, dass ich einen deiner Pokémon eine solche beibringe? Oh, da ist wieder so eine. Was soll mit Igni geschehen? Nein, das will ich mir eher so, also nicht competitive-mäßig aufheben. Außerdem klingt Feuersäule voll idiotisch, weil das ein Spezialangriff ist. Und mein Igni ist physisch ausgelegt. Also macht das schon mal deswegen keinen Sinn. Gut, dann gehen wir mal nach rechts und gucken, was da ist. Hier war ich schon überall drin, ne? Was ist das hier? Klaus City, eine historische Stadt umgeben von Mauern, deren Entstehung bis zum Mittelalter zurückreicht. Soll ich dir fragen, wie zutreffend deine Pokémon sind? Ja. Ich muss solche Zuträglichkeit prüfen. Wie war es mit dir? Dann wollen wir mal sehen. Ihr versteht euch ziemlich gut, oder ist noch Luft nach oben? Ehrlich? Na, willst du wissen, ob dein Pokémon auch wirklich alles geben? Aber du sagst mir wahrscheinlich irgendwie irgendwas mit DV oder irgendwie sowas. Es könnte nur sich ein klitzekleines bisschen mehr anstrengen. Also ihr habt das Zeug dazu, ganz dicke Freunde zu werden. Gib dein Pokémon dieses Item einen wundervollen Klang zum Tragen und es wird vielleicht noch zutraulicher. Eine Samtglocke. Okay, aber ich glaube, spätestens auf Level 28 hätte sich das Ding schon längst entwickeln sollen, wenn es Zutraulichkeit gewesen wäre. Es wäre voll toll, wenn es Lunchboxen geben würde, die man im Zug essen kann. Ich bin so klein, um allein durch die Natur zu laufen. Deshalb fahre ich mit dem Zug. Ob ich schon alles alleine Zug fahren darf? Na klar, ich bin auch schon groß. Hi. So eine Niederlage ist bitter. Was ist denn hier los? Ich lebe mit Maiko zusammen und trainiere sie, weil ich sie einfach toll finde. Wir haben aber nichts mit dem Flugtaxi am Hut. Okay, irgendwann entwickeln die sich aber, ne? Das weiß er. Sag gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja. Wundervoll, da fange ich so gleich an. Wenn während eines Kampfes ein Sonne nicht stark ist, dann werden Attacken vom Typ Feuer stärker, Wasserattacken dagegen schwächer. Pokémon können nicht eingefroren werden und bereits gefrorene Pokémon tauen auf. Attacken wie Solarstrahl, die sich des Sonnenlichts bedienen, können innerhalb einer Runde eingesetzt werden. Die Wirkung mancher Attacken wird verstärkt, zum Beispiel Synthese und Wachstum. Die Genauigkeit von Attacken mit Donner und Orkan sinkt. Bei Sonnenlicht? Ah ja. Ich nehme dies als Dank dafür, dass du mir so geduldig zugehört hast. Ein Heißbogen. Ah, da tut Sonntag, glaube ich, verlängern, ne? Ja. Ich bin ganz erschöpft vom Feenregen. Komm doch bitte morgen wieder. Oh. Kann ich mir den ganzen anderen auch abholen hier? Cool. Hi, na. Ich muss schon sagen, dieser Mann im Pokémon Center ist echt beeindruckend. Er kann Pokémon nicht nur Attacken vergessen haben, sondern auch bewirken, dass sie sich an vergessene Attacken wieder erinnern. Ich sollte vielleicht mal nachkommen. Vielleicht haben die ja irgendwie Attacken, die sie schon hatten, aber als wilde Pokémon nicht mehr hatten dann. Jedes Kind weiß, dass Schütze immer von einem Drachen bewacht werden. Deshalb passt es ja so gut, dass Roy der Wächter der Schatzkammer ist. Ich muss schon gegen Drachen-Pokémon kämpfen. Score City ist ein beliebtes Reise für Leute aus der ganzen Welt. Kein Wunder, wenn du mich fragst. Diese Stadt ist wirklich großartig. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen noch gar nicht hin. So Arena-Leiter-mäßig. Miss May,
mischt ganz vorne mit. Sie ist schon, sie ist schön, sie ist klug, sie ist unser Hit. Wenn ich als Champ geworden bin, hole ich mir einen Wunschstern der Welt. Alle Wunschsterne der Welt und schenke sie ihr. Oh, danke schön. Sind Leute, die einen Wunschstern finden, etwas Besonderes? Ach. Ich lebe, um zu essen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Restaurants in sämtlichen Bahnhöfen Galas ausprobiert habe. Heute schmeckt unser Essen noch viel besser als gestern. Versprochen. Am Bahnhof ist immer was los. Hier kommen so viele Leute, dass ich da kein, da ist kein Tag wie der andere. Ja, von wirklich kein Moment lang unachtsam sein, sonst tritt man in die Hinterschaften eines Düsselgor. Da kommen wir im Pokémon Supermarkt. Nichts Neues. Da ist das Pokémon Journal. Ich habe mir die neuesten Ausgaben, ob ich mir die neueste Ausgabe kaufen soll. Pff. Hoffentlich kommt meine Freundin bald an. Diese Düsselgor starrt mein Essen schon gierig an. Weiß jemand einfach nur, wie die Augen ausgepickt bekommt von dem Teil. Boah. Ja, warte mal hier. Zuckererdbeere. Gibt man das Homogels dran, dreht es sich vor Freude im Kreis. Ich habe gehört, dass die Pokémon in der Natur zum allerlei Zeug in ihren Nestern horten. Es soll sogar Pokémon geben, die TP sammeln. Pokémon-Statue. Gerücht zufolge kann man Pokémon leicht abfangen, wenn man sie berührt. Berühren. Weißt du was? In Galar sind überall noch viele alte Gebäude von ganz früher übrig. Sag bloß. Oh. Kann ich nicht rein. Hm, du siehst mir vertrauenswürdig aus. Weißt du, es gibt da jemanden, den ich mag, und ich habe ihn einen Brief geschrieben. Willst du ihn für mich überbringen? Klar. Das freut mich. Vielen, vielen Dank. Ich heiße übrigens Paulina. Dann vertraue ich dir mal meinen Brief an, ja? Vergilbten Brief. Einen Jungen zu übergeben. Aus irgendeinem Grund sieht sie schon etwas älter und vergilbt aus. Bitte bring ihn zu Frank in Fairbelly. Fairbelly. Ja, kann man machen, wenn wir mal in der Nähe sind. Schlaubrille. Oh, nicht schlecht. Spezialangriff basierender Attack. Da kann ich nicht rein. Gut, dann. Story, ich komme. Nee. Wer war da alles irgendwie? Irgendwie so eine Menge Leute gesehen in der Mitte. Oh. Kapselangriffs plus. Okay. Liga-Präsident Rosé, gestatten Sie mir, Ihnen Bericht zu erstatten. Meine Mission, Wunschstern und Ohren zu sammeln, scheiterte reblungsvoran. Es ist erfreulich, Betis, nur weiter so. Vergiss nie, dass du eine Empfehlung für die Arena-Challenge Präsident Rosé verdankst. Wenn ich Ihnen genug Wunschsterne bringe, können Sie endlich das Problem lösen, dass Sie so blastig nicht wahr, Herr Liga-Präsident? Hier geht es nicht um ein privates Problem, das nur mich betrifft. Es gibt in Zukunft Galas. Und Galar braucht nur Wunschsterne. Nicht nur Wunschsterne, Galar braucht auch einen starken Trainer. Ein Trainer, der in Champions Stärke ebenbürtig ist. Mit Verlaub, Liga-Präsident Rosé. Einen der beiden Günstlinge des Champs habe ich bereits in die Knie gezwungen. Der Kampf ließ keinen Zweifel an meiner Überlegenheit. Und den Champ kann und werde ich ebenfalls bezwingen. Warten Sie es nur ab. Es ist Musik in meinen Ohren. Laut euch einen leidenschaftlichen Wettkampf sollten die Leute bei Arena Champs sehen. Bitte, es gibt da was, was ich mit dir besprechen muss. Nur mir kurz folgen würdest. Der Typ mal Hosen anziehen. Na, Taniro, ich hoffe, du hast gerade gut zugehört. Wunschsterne sind rätselhafte Sterne, die unter anderem auch die Grundlage für die Technologie der Dynamax-Bänder bilden. Aber man kann ihnen noch mehr anstellen, als nur Pokémon riesengroß werden zu lassen. In ihnen stecken nämlich auch gewaltige Mengen an Energie. Wenn das deine Neugier geweckt hat, sollten wir gleich mal zusammen ins Stadion vorbeischauen. Ich will dir dort mehr über die Energieversorgung der Galar-Region erzählen. Bitte folge mir. Okay. Hopp. Ein Nugget. Ein Chicken Nugget. Mein Papa kocht immer bitteres Kö, obwohl er ganz genau weiß, dass ich Süß mag. Nicht fair. Rosé wurde damals im Champ Cup Zweiter. Das war für ihn das Sprungbrett nach ganz oben. Aha, hast du schon das Stadion von Cloud City gesehen? Es ist riesengroß. Der ist riesig. So.
Dieses Gebäude fungiert nicht nur als Stadion, sondern auch als Energieberg. Lass uns zusammen einen Blick auf mein Tablet hier werfen. Da stehen alle wichtigen Infos. Hier ist in einfachen Worten erklärt, wie das Energiewerk funktioniert. Der Turm des Klaus-Stadions absorbiert Energie. Diese wird dann in unterschiedlichen Energiewerken im Strom für ganz Galarigon umgewandelt. Wir alle verbrauchen täglich Energie, um unseren Alltag zu bestreiten. Und zwar Energie in den unterschiedlichsten Formen: Elektrizität, Gas, Wasser. Warum erzählst du mir alles? Meine Teams arbeiten rund um die Uhr daran, den Bürger das mit Hilfe der Energie Wunschsterne das Leben zu erleichtern. Oh, ich würde ja gerne noch ein bisschen weiter planen, aber die Pflicht ruft. Ich mache mich besser auf den Weg, bevor ich wieder Ärger mit Olivia bekomme. Ich würde vorschlagen, dass du als nächstes zur Schatzkammer gehst, Aniro. Sie liegt in Richtung Route 6. Okay. Rose ist so toll, ein richtiger Gentleman. Befugnis die Nutzung des Aufzugs des unterirdischen Energiewerks untersagt. Was 7 Ohren, okay. Wollte schon sagen, Gott. Hey, ich bin's, Balduin. Du hast dein Team ja ganz schön aufgehört. Da habe ich genau den richtigen Ball für dich. Den Levelball. Ja, Levelball ist ja ein Pokémon umso leichter fangen, je niedriger sein Level im Vergleich zu deinem Pokémon ist. Schon faszinierend, was so alles in einem Ball steckt, oder? Kommen wir im Uniform, suchst du etwas Bestimmtes? Keine Ahnung, suche ich irgendeine bestimmte Hose oder irgendwie so was, keine Ahnung. Aber die kann man ja auch tragen. Was soll's. Gut, dann gehen wir zur Schatzkammer, weil warum nicht? Und ja, werden wir nichts mit neuen Pokémon in diesem Part, ne? Ah, schön. Wenn wir nicht viel passiert in diesem Part. Na dann, Niro, wie läuft's so? Wie es aussieht, sammelst du fleißig Orden. Sag mal, weißt du, sobald ich was mit Hopp los ist? Nö, interessiert mich auch nicht. Hopp, Entschuldigung. Als ich ihm gerade begegnet bin, ist er kreidebleich geworden und wollte mir ins Gesicht nicht ins Gesicht sehen. Dann hat er sich einfach aus dem Heiteren Himmel entschuldigt, ohne mir zu sagen, für was. Ich dachte mir, du als sein Rival weißt Bescheid. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass er einen Kampf verloren hat. Kann das sein? Ja, er hat gegen Bettis verloren. Ein Kampf zu verlieren tut weh, das ist völlig normal. Man muss aus seinen Fehlern lernen und neue Stärke aus ihnen ziehen. Woher weißt du, woher will der was davon wissen? Er hat doch noch nie einen Kampf verloren, oder? Wenn Hopp das gelingt, hat er Zeug dazu, ein richtigen guter Trainer zu werden. Hopp, klar, ich muss los. Wenn ich zu spät zu meinem Meeting mit Rose komme, kriege ich Ärger mit Olivia. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo es lang geht. Hm. Aber ja, wo du schon mal hier bist, rate ich dir, bei meinem großen Rivalen Roy vorbeizuschauen. Er wird die letzte Hürde sein, die du im späteren Verlauf des Arena Challenge überwinden musst. Du sollst ihn vorher Schatzkammer antreffen, die sich kurz vor Route 6 befindet. Ich gehe. Okay. Gut, ja, wenn du mich nicht unterbrechen willst, dann würde ich auch da schon hingehen. Danke. Okay. Gucken wir mal. Hier, ne? Hey, na. Hey, du bist doch einer der beiden Trainer, denen Delon eine Empfehlung geschrieben hat. Und dein Name ist... Moment, ich hab's gleich. Dann, genau das war's. Hast du mal nachgeguckt. Delon scheint großes Potenzial in dir zu sehen. Dann hast du sicher einiges auf dem Kasten. Und wenn du gegen mich kämpfen willst, brauchst du erstmal 7 Orden. Tja. Ich will nur zur Schatzkammer. Ah, du bist also gar nicht wegen mir, sondern wegen der Schatzkammer hier. Gute Idee, ein Blick in die Vergangenheit Galas kann nicht schaden, wenn du mehr über Pokémon wissen willst. Mir gefällt es, wie eifrig du bist. Komm mir nach. Oder schon wieder. Hier, nimm, das ist meine Ligakarte. So, Schatzkammer geht's die Treppe rauf. Früher war Klausi das Zentrum der Galar-Region. Der Schatzkammer, die sich am Ende der Treppe befindet, werden daher seit jeher geschichtsträchtige Aufträge. Was? Früher war Klausi das Zentrum. Was? Wie geht denn das? Wir können das nicht mehr als Zentrum sein. Und erlaubt es, dass mein Schatzkammer nicht betreten. Okay. Dann gehen wir mal da rein.
haben die Stadt einfach irgendwie genommen und irgendwo anders geschoben. Wir nehmen einfach Claw City und schieben es woanders hin. Aber ich dachte, da lag was. So, Waifu. Ah, da bist du ja. Schau mal, ist das nicht unglaublich? Auf diesen Wandteppichen hier sind die Episoden aus der Geschichte Galas abgebildet. Hier sieht man zwei Jünger, die einen Wunschstern betrachten. Und hier bricht Unheil bei Santa rein. Die beiden Jünglinge sehen zwar verzweifelt aus, aber sagt mir nicht, das bin ich und Hopp. Hier schauen sie zu einem Schwert und einem Schild auf, der dem Unheil irgendwie einhält. Gebieten. Dann tragen die beiden plötzlich Kronen. Diese Wandteppiche erzählen, wie das Königreich von Gala gegründet wurde. Sag mal, ist dir beim Betrachten der Bilder auf das Wandteppichen irgendwas aufgefallen? Ich dachte, es gab nur einen. Stimmt, hat sie doch gesagt, ne? Ja, das sagte ich auch. In diesem Hotel in Engine City stand nur eine einzige Heldenstatue. Aber diese Wandteppiche erzählen eindeutig die Geschichte von zwei jungen Helden. Gab es nur einen Helden oder gab es zwei? Und was steckt hinter dieser finsteren Nacht? Danke für deine Aufmerksamkeit. Du hast mir dabei geholfen, meine Gedanken zu ordnen. Ich will noch ein bisschen hier bleiben, um die Wandteppiche näher zu untersuchen. Hoffentlich kannst du deinen Erfolg hier bei der Arena Challenge fortsetzen. Meine Unterstützung ist dir auf jeden Fall sicher. Hier, nimm das. Danke. Die gehen mir sogar langsam aus. Wo sind das Schwert und der Schild, die das Unheil vertrieben haben, wohl abgeblieben? Ja, die beiden Pokémon haben die jetzt, ne? Nehme ich an. Wir haben die geklaut und laufen jetzt damit rum. Will ich jetzt mal sagen. Na, wir haben die Wandteppich mit den Helden Galas gefallen. Heute gibt es in Galas 2 keinen Helden mehr, aber Dillion kommt den ganzen als Champ vielleicht noch am nächsten. Wo wir gerade von ihm reden. Danilo, wenn du wirklich vorhast, den Superstar Dillion zu schlagen, liegt noch einiges an Arbeit vor dir. Folge da als nächstes Route 6 nach Passberg und trainiere unterwegs, was das Zeug hält. Gegen mich zu kämpfen, brauchst du 7 Orden. Alles klar. Nehme ich mal an, wir müssen ja nach links. Boah, René, schön, du willst bestimmt nach Passberg, oder? Wo ich das weiß, nach der Route 6 nach Passberg führt. Okay. Hier geht es dann also weiter. Ne? Ich nehme an, ja, die sind weg. Dann können wir in der nächsten Folge ja mal gucken, wie es hier weitergeht. Ne? Gut, dann sage ich, das war's für diese Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar, um den Kanal weiterzuhelfen. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Ciao, ciao.